Das Amtsgericht Mönchengladbach hat eine Frau wegen fahrlässiger Tötung eines 8-jährigen Mädchens zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Im Dezember 2018 hatte die SUV-Fahrerin das Kind auf dem Schulweg überfahren. Der Richter glaubte ihr zwar, dass sie nur Schrittgeschwindigkeit gefahren war, allerdings sagte er auch, hätte die Frau besser aufgepasst, könnte das Kind noch leben.